Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 2, der Dennis spielt das. Unser heutiges Szenario heißt Abendliche Rettung. Das Ganze spielt natürlich auf der neuen Strecke Hamburg-Lübeck. Und ja, wie Sie ja auch schon lesen könnt, müssen wir einen liegen gebliebenen Zug abschleppen und ja, das werden wir jetzt tun. Wenn wir uns hier erstmal in diese wunderschöne Lok begeben, MRCE, ich finde eine sehr schöne Lok. Ja, wenn da jetzt erst einmal einsteigen. Da fährt irgendwo ein Zug her. Da hinten fährt der RE. Könnte ich es erkennen da hinten? So, wir werden jetzt aber hier erstmal in unsere Lok einsteigen, damit wir mal hier vorankommen. Also Signaltür. Ah ja. Stufen hinaufsteigen. Schließen die Tür. So. Machen hier natürlich auch wieder die Tür zu. Und werden das erste Mal die Batterie einschalten. So. Ach, haben wir doch. So. Stellen Sie den Stromabnehmer auf automatisch. Ach, das wird auch noch da gemacht. Sehr schön. So, dann wollen wir mal. Richtungswende auf neutral. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder warten, bis der Hauptluftbehälter aufgeladen ist. Das können wir. Dachte ich eigentlich da beobachten, aber nein, das können wir woanders beobachten. Wo weiß ich jetzt allerdings nicht. So, das ist auch erledigt. Heben Sie den Stromabnehmer mit Vergnügen. Zack. Schließen Sie den Hauptschalter. Zack. Ein. Lösen Sie die Federspeichenbremse. Das werden wir auch tun. Zack. Wir lösen natürlich noch die Bremsen. Und schalten auf. 34 Kilometer haben wir jetzt vor uns, wie angezeigt. Naja. Aber wir schauen ganz kurz in den Ablaufplan. So, das haben wir erledigt. An 8 Wagen ankuppeln. Wir haben sehr viel vor uns. Packen wir es an. Über den über die Geschwindigkeit hinaus fahren.
Wir schauen uns das Ganze mal von vorne an, beziehungsweise von draußen. Ja, doch, ist eine wunderschöne Lok, kann man nicht anders sagen. Da kommt uns eine schöne RE beziehungsweise ein RE. Ah, herrlich. Wunderschön, wunderschön. Ei, 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 ei. Da bin ich zu schnell. Wie kann man das denn eigentlich auf dunkel machen? Ja, so ist es doch viel besser. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen auf Geschwindigkeit hier. Das ging schnell, das war leider gar nichts. Na, hier bringt das nichts. Ein bisschen Licht könnte ich, glaube ich, vertragen. Ah, Leselicht. Nee. km/h Höchstgeschwindigkeit. Ja, da muss aber noch ein bisschen was kommen. Okay, dann ist es so.
wunderschön in den Sonnenuntergang rein, aber ich glaube, die Lampe machen wir mal aus, irgendwie stört das. So, die ersten 10 Kilometer haben wir hinter uns. Geht ja eigentlich relativ schnell. Kommt uns da entgegen ein Regionalexpress. Was ich mir natürlich persönlich noch wünschen würde, wäre natürlich schön, wenn ja als KI-Fahrzeuge auch ICEs vorbeikämen, ne? Würde sich doch anbieten. Die kürzlich erschienene 101 samt ihren IC-Park. Wenn der ja auch langfahren würde als KI, das wäre noch schön, finde ich. Weil es ist ein bisschen wenig, was hier rollt an KI. Nur der EE ab und zu mal ein Güterzug, finde ich persönlich ein bisschen mau. Also da hätten sie ruhig noch den IC mit einbauen können. Ein paar Nahverkehrszüge. Zum Beispiel die 425, wäre doch schön. Oder die 440. Ein bisschen mehr Unterhaltung an Rollmaterial wäre schon schön. Aber vielleicht bin ich da auch schon wieder zu wählerisch. Ich weiß es nicht. Entscheidet ihr. Übrigens, vielleicht könnt ihr mir da einen Tipp geben, wie man das mit den Repaints macht. Ich habe schon mal versucht, den Regionalexpress bestehend aus 146 und Dostos in ein IC zu verwandeln. Ist leider nicht wirklich geklappt. Wenn ihr mir da irgendwelche Tipps geben könnt, wie das am besten funktioniert. In die Kommentare damit. Ich wäre euch da sehr hilfreich, sehr dankbar, wenn ihr mir da irgendwie hilfreich zur Seite stehen könntet, weil ich habe da leider keine Ahnung von. Ich weiß, wie ich Szenarios importieren kann,
von Race Sim zu Train Sim World. Aber das mit den Repaints habe ich leider noch nicht hinbekommen. Und der Grund, warum es heute am Freitag schon dieses Video gibt, ist schlicht und ergreifend der, da wir morgen unser Sternkind beerdigen, weiß ich nicht, wie ich morgen drauf sein werde danach. Und um euch dann genauso so das Video zu präsentieren, wie ich das immer mache und wie ihr es auch verdient habt. Von daher habe ich das heute mal vorgezogen. Da ich heute eh frei habe, bietet sich das an. Aber ich glaube, das schadet ja nicht, ob jetzt heute, morgen oder übermorgen. Von daher habe ich es dann einfach heute mal gemacht. Aber ich denke, das ist in eurem Sinne. Und was hier zwischendurch so knarrt, das ist mein Stuhl. Da kann ich leider nichts dran ändern. Der knarrt nun mal leider. Ich hoffe, es ist okay und nicht allzu störend. So, habe ich ein bisschen was für Instagram gemacht. Darum war ich jetzt auch ein wenig still. So, 11 Kilometer noch. Guck an. Da werden wir gleich mal schauen, wie es weitergeht. Kann man das eigentlich auch auf dunkel kriegen? Mit Sicherheit. Hier ist doch alles möglich. Ja, aber. So, gleich dürfen wir noch 110. So, dann machen wir mal ein bisschen in die Bremse gehen hier, würde ich sagen.
So, sehe ich da etwa ein gelbes Vorsignal? 50, ei, 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 ei. So, dann mal wieder auf 90 beschleunigen. Passagiere habe ich ja keine dabei. Da kann man sich so ein paar harte Ruckler doch, glaube ich, ein bisschen leisten. Da geht es nur mir zu lassen. Beziehungsweise dem Zugführer. Lokführer, Triebfahrzeugführer, wie auch immer ihr wollt. Sollen wir mal schauen, was hier an Power hat, also Solo. Ja, doch. Doch, 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 doch. Da kommt was. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube schon mal gesehen habt. Ich glaube, es war in Berlin im Tiefbahnhof. Wie eine 101 Solo aus dem Stand losfeuert. Wie eine Rakete. Also, Wahnsinn. Müsst ihr euch mal suchen. BR-101. Ich glaube, fährt los wie eine Rakete, irgendwie so. Auf jeden Fall BR-101 Solo im Berliner Tiefbahnhof. Was die aus dem Stand an Geschwindigkeit draufkriegt, ist der Wahnsinn. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen langsamer werden, würde ich sagen. Wir haben nämlich gelb als Vorsignal. Das zieht meistens ein rotes Signal nach sich. Was sage ich schon? Ist es angezeigt. Mal ein bisschen langsamer werden, weil ich glaube nicht. Ah, ich darf fortfahren. Gut. Ist gerade auf grün gesprungen, wo ich nachgeguckt habe, beziehungsweise angefragt habe beim Fahrdienstleiter. Dann werden wir das mal tun. Aber auch nicht allzu schnell, weil in einem Kilometer sollen wir ja schon anhalten. Nicht mal mehr. Das heißt, wir bremsen leicht. Da kommt das rote Signal. Fortfahren dürfen wir. Das ist gut. Reduzierter Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt fehlschlage, ne, dann ist das Spiel falsch. Ich habe Durchfahrerlaubnis. Gott sei Dank. Da vorne ist unser Zielpunkt. Ja, ist eine wunderschöne Lok. Wunderschön. So. Da werden wir mal anhalten müssen.
Ja, ich glaube, 8 Meter ist dann doch zu weit weg. Jetzt passt es. Kuppen Sie an den liegen gebliebenen Zug. Tja, das werden wir tun, wenn wir den Auftrag bekommen haben. Aber ich werde erstmal eins tun. Nämlich speichern. So, ja, das war jetzt doppelt gemoppelt. So, Bremsen lösen. Und langsam losfahren. Wahnsinn, wie sie sich anhebt. Ich habe gelernt, zum Rangieren darf man nicht weit schneller als 25 km/h fahren. Dann werden wir das hier auch tun. Und wenn mich nicht alles täuscht, steht da vorne eine BR 143, die wir jetzt samt ihren Dostos abschleppen werden. Geschmeidig runterbremsen. Wir wollen die Lok ja nicht kaputt machen. Wir wollen den nur ankuppeln. So, wenn wir das mal ganz mal von außen. So, das dürfte genügen. Das heißt, wir steigen jetzt aus. Gehen hier aus der Tür. Ach so, ja, stimmt. Die Tür war ja hier. Da. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich mich eben da. Ich musste mich mal eben orientieren. Personaltür. Stufen hinabsteigen. So, wir sind übrigens in Ahrensburg, falls ihr das jetzt seht. So. Du fährst garantiert nicht mehr mit. Dieser Zug ist außer Betrieb. Wo ist denn? Hier war doch sonst immer. Man hier nicht drauf steht. Ah, das wollte ich vermeiden. Das wollte ich vermeiden. Ist gar nicht so einfach. Jetzt mach was so. Ich wollte es realistischer machen, aber naja. Rüsten Sie diesen Führerstand ab und bereiten Sie sich darauf vor, ans andere Ende zu wechseln. Gut. Dann wir erstmal wieder einsteigen. Zack, zack, zack. Tür schließen. So, dann werden wir hier hinlaufen. Die Tür lassen wir mal offen. Ach, wir werden uns erstmal wieder in den Sitz setzen und das ganze Spiel von vorne. Beziehungsweise rückwärts auf neutral. Ach so. Signalbeleuchtung. Jetzt auf aus. Da war ich vorhin zu schnell. So. Aus. Setzen Sie sich auf den Lückführersitz. Ja.
Das heißt, wir werden hier verschwinden, Tür zu machen. Zack. 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 Nein, 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 das war zu viel. So. Auf neutral. Heben Sie den Stromabnehmer. Wir werden aber, genau wie gerade, ein wenig mehr Licht machen. So, dann kann es jetzt losgehen. Bad Oldesloe, 18 Kilometer. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, ziehe ich den RE mit. Ja, das sieht gut aus. Habe ich denn auch Schlusslichter an? Natürlich nicht. Egal, der Zug ist kaputt, hat keinen Strom mehr, dann kann ich Lichter einschalten. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich hätte vielleicht nicht den Steuerwagen geben müssen sollen. Ich hätte dann die Schlussleuchten anmachen müssen. Bisschen aufschalten hier. So, jetzt geht's nach Bad Oldesloe. Lö? Lur. Bad Oldesloe heißt es doch, oder? Ich würde sagen, das war der Angleicher. Was sagt ihr? Oder war das jetzt einfach eine Hupe? Ich würde sagen, das war der Angleicher. Dafür kommt es noch einer entgegen. Fahrgäste werden ja jetzt hier keine mehr mitnutzen. Ja. Und mit einem Schwenk kann man sich täuschen. Junge Lady, dieser Zug ist außer Betrieb. Was daran haben Sie nicht verstanden? Okay, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, in einem abgestellten Zug zu sitzen. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber hier ist es wahrscheinlich erlaubt. Viel zu schnell.
Krieg ich wieder Prügel vom Fahrdienstleiter. Hätte ich jetzt BZB an, wäre ich wahrscheinlich schon stehen geblieben. So, 11 Kilometer noch. So, Ziffer 140. Komm, spring um. Geht doch. So, die Sonne ist mittlerweile auch fast untergegangen, würde ich sagen. Ganz schön früh um 8 Uhr, also Sommer ist es nicht. Beziehungsweise 20 Uhr. Müssen wir uns hier nicht falsch verstehen. So, übrigens, es ist ja gerade die Zeit, wo jetzt die ganzen Inzidenzen, wie es ja so schön heißt, rapide nach unten gehen, was einen ja wohl mehr als freuen dürfte. Ich denke, da sind wir uns einig. Und ja, es öffnet ja immer mehr. Wo zieht es euch denn so hin nach der ganzen Zeit des Eingesperrtseins, des Lockdowns, des nirgendwo hin dürfen? Seid ihr reisewillig jetzt am Pfingstwochenende, jetzt gerade ganz aktuell, setzt ihr euch da irgendwo in den Zug und fahrt Verwandte besuchen oder fahrt ihr Freunde besuchen oder einfach so in eine andere Stadt? Oder würde mich interessieren, klatscht es in die Kommentare, was ihr jetzt am Pfingstwochenende vorhabt. Es stehen ja jetzt noch mehrere lange Wochenenden an. Kommende Woche ist kein langes Wochenende, aber danach gibt es ja für einige mit Sicherheit einen Brückentag, ne? Donnerstag Fronleichnam, dann der Freitag Brückentag. Und wenn die Inzidenzen so bleiben oder noch weiter fallen, steht dem Urlaub im eigenen Land ja nichts entgegen. Also dem Kurzurlaub und dem Sommerurlaub wäre dann wahrscheinlich erst recht nicht. Und da würde mich interessieren, ob ihr da mit dem Zug irgendwo hinfahren wollt. Quer durchs Land, von Nord nach Süd, von Ost nach West oder andersrum. Würde mich interessieren, eure Geschichten, eure Pläne da zu hören, zu lesen vor allem. Hören werde ich es ja nicht, aber zu lesen. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und dieses Hupen würde mich auch interessieren. Habt ihr da eine Idee, was das sein kann? Ist das der Angleicher? Ist das der Warner, dass ich zu schnell bin? Ich weiß es nicht. Also ihr habt viel zu schreiben. Würde mich freuen, wenn ihr es auch macht. Scheut euch nicht da, euer ganzes Wissen kundzutun. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, ich glaube, ich sollte mal jetzt doch langsam mal
deutlich auf die Bremse hauen. Sehr deutlich. Ich sollte ja so reinfahren, dass der letzte Wagen auch noch am Bahnsteig steht. Das wäre natürlich das Beste für die Fahrgäste. Ja, ich denke, das reicht. So, gucken wir uns das Ganze mal von draußen an. So, Bad Oldesloe hatte er der Regional Express als Ziel markiert. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ob wir noch weiterziehen oder ob wir hier stehen bleiben. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. So sieht's aus. Kann man nicht oft genug sagen. Wenn man hier mal so schaut, ne? Das ist schon deutlich. Und wenn man da zwischenfällt und der Zug anfährt, vorsichtig weiter zu sagen, ne? Vor allem Kinder sind da sehr gefährdet. Also es ist schon eine deutliche Kante. Ich glaube, so ist das auch im realen Leben. Es ist immer sehr gefährlich. So, wir verriegeln die Türen. Ah, wir fahren noch weiter nach Rheinfeld. Sehr schön. Wir müssen uns mal hier hinstellen. Und werden losfahren. Sehr schön, oder? Der Sound, wunderschön. Sie singen. Ah, dieser Leitersound, geil. Und in jeder Stadt hört man irgendein Martinshorn. Naja, Hamburg. Beziehungsweise Umgebung. So, dann werden wir mal wieder in den Zug hüpfen. Wir schauen noch mal kurz auf den Ablaufplan. Ach. So, Rheinfeld ist die letzte Station. Gar nicht. Lübeck kommt noch. Lübeck kommt noch.
Ich verbessere mich hier übrigens. Ich habe ja vorhin gesagt, Fahrgäste haben nichts in einem abgeschleppten Zug zu suchen. Aber ich bediene ja praktisch jetzt die nächsten Halte des Zuges. Von daher hat das schon seine Berechtigung, dass dort noch Fahrgäste Platz nehmen. Von daher, ich verbessere mich, entschuldige mich bei jedem einzelnen Fahrgast, den ich vielleicht irgendwie angemeckert habe. So, ein bisschen Krebs. So, und dann treffen wir auch schon in Rheinfeld ein. Ich nicht über den Bahnhof Polter. So. Ich denke, das ist doch ein Screenshot wert, oder? Mindestens. Und auf geht's nach Lübeck. Das war verkehrt.
Da entschwindet unser RE. So, 8 Kilometer noch. Dann haben wir unseren Endpunkt erreicht. So, oh. Ich sollte vielleicht auch öfter mal zum Bildschirm gucken.
So, die Sonne ist, glaube ich, auch mittlerweile weg. Ich sehe es auf jeden Fall nicht mehr. So, dann wollen wir auf 60 gehen. So, schon sind wir da in Lübeck. Zack. Türen auf. So, danke fürs Einspringen. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, und damit endet diese Folge und damit auch das Szenario. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch ein schönes, langes Pfingstwochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Lasst mir ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts.
Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Servus. Und tschüss, euer der Danny Spieters.